Ja, liebe Freunde, es sollte nicht sein. Aber ihr habt gezeigt, die Mannschaft, die Funktionärinnen und Funktionäre und wir, die mit euch mitgefiebert haben, dass wir eigentlich für die höchste Spielklasse reif sind. Durchschnaufen, die Enttäuschung abschütteln, im nächsten Anlauf packen wir es. Ich bin auf eurer Seite. Auf geht's aus der Kämpfe, die Siege! Auf geht's aus der Kämpfe, die Siege! Liebe Freunde, wenn wir dieses Jahr aufgestiegen wären, wären das ohnehin 6 richtige plus Zusatzzahl gewesen. Hat nicht sollen sein. Aber das ganze Thema ist nicht auf eine Saison ausgelegt, sondern wir haben einen Plan. Wir wollen das ganze Thema rocken, wir wollen in die erste Liga und das werden wir auch tun. Komme da was wolle, wir werden wieder angreifen, in 2 Wochen geht es wieder los und dann wird trainiert, dann wird geackert, dann wird die Mannschaft wieder motiviert in die nächste Saison stehen und ich garantiere euch und da bin ich 1000%ig sicher, wir kommen zurück und die erste Liga ist nur eine Frage der Zeit. Ja, es hat nicht sein wollen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe so gehofft, es ist leider passiert. Wir sind nicht aufgestiegen. Aber Kopf hoch, es war eine Bombensaison. Und vielleicht ist es schöner, wenn wir nächstes Jahr, wenn Corona vorbei ist, mit 15.000 Menschen hier im Stadion gemeinsam den Aufstieg in die Bundesliga feiern werden. Die Austria Klagenfurt ist derzeit in Klagenfurt angekommen. Wir haben alle mitgezittert. Leider ist es nichts geworden, aber ich bin überzeugt davon. Mit diesem Teamgeist, mit diesem Engagement wird es nächstes Jahr gelingen. Ja, wir haben alle sehr mitgelitten mit Austria Klagenfurt. Es waren tolle Leistungen der Mannschaft, aber leider Gottes hat es zum Schluss nicht ganz gereicht. Ried ist um eine Nasenlänge voraus und somit der Aufsteiger. Aber Austria Klagenfurt kann auf eine tolle Saison zurückblicken. Mit einer guten Mannschaft, die es jetzt gilt, weiterzuentwickeln und in die nächste Saison mit noch mehr Akribie und Kampfgeist hineinzugehen, sodass der Aufstieg nur um ein Jahr verschoben ist. Ich würde nur sagen, lasst die Köpfe nicht hängen. Es ist halt passiert, so ist Fußball. Und wir werden das sicher im nächsten Jahr schaffen mit eurer Unterstützung. Und ich appelliere nur, der Kampfgeist soll so bleiben, wie er jetzt zum Großteil war. Alles Gute fürs nächste Jahr.